Und hier sind wir wieder zum zweiten Teil unseres Tutorials. Und das setzen wir jetzt mal gleich fort. Zeige mit dem Fadenkreuz auf die Werkbank und drücke L2, um sie zu öffnen. Um Blöcke schnell einsammeln zu können, kannst du besser geeignete Werkzeuge herstellen. Manche Werkzeuge haben einen Griff, der aus Stöcken hergestellt wird. Stelle jetzt Stöcke her. Aber zuerst bauen wir dazu natürlich Eichenholzbretter. Machen wir jetzt gleich mal 8. Und jetzt machen wir mal ein paar Stöcke. Drücke mit L1 und R1, um die Gruppe der Gegenstände zu wechseln. Und jetzt gehen wir mal Richtung Werkzeuge. Und jetzt haben wir aktuell ja nur Holz. Somit können wir Holzgegenstände herstellen. Wie jetzt zum Beispiel die Schaufel, die Axt, das Schwert und die Gartenhake. Ich mache es normal jetzt so, ich erstelle mir jetzt am Anfang eigentlich nur die Pickaxe und die Schaufel. Weil ein Schwert brauche ich am ersten Tag, so geht es mir noch nicht. Und bis ich dann in der Nacht bin, habe ich schon Stein, dass ich mir gleich ein Steinschwert machen kann. Aber zu dem vielleicht später. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder gar nicht gelesen, was das Tutorial gerade sagt. Geht's mal hier raus. Mit einer Axt kannst du schneller Stämme aus und hölzerne Blöcke bearbeiten. Das ist wichtig. Ja, dann craften wir halt noch schnell eine Axt. Ich hoffe, ich habe noch genügend Holz. Ja. Gut. Baue mit Hilfe deiner Spitzhacke ein paar Steinblöcke ab. Steinblöcke erzeugen beim Abbauen Pflastersteine. Wenn du 8 Blöcke Pflastersteine. Ja, und wieder ist es weg. Egal. Jetzt bauen wir mal noch schnell die Werkbank ab. Was natürlich auch zu sagen ist, die Werkzeuge sind quasi natürlich gehen die kaputt nach der Zeit, also muss man immer wieder neu craften. Später kann man die auch mal reparieren. Aber jetzt tun wir das erste Mal das hier sortieren. Ich hoffe, die Zeit läuft jetzt nicht irgendwie weiter. Das dauert jetzt ein bisschen lang. Also müssen wir jetzt 8 Pflastersteine sammeln, damit wir einen Ofen bauen können. Dann machen wir das jetzt auch mal. Jetzt gehen wir mal hier hoch, wie wir es vorher gesagt haben, dass hier eine verlassene Mine ist. Oh. Ach, okay. Da können wir erst darauf. Also müssen wir hier die Steine erst einmal absammeln. Dann holen wir jetzt mal unsere Pickaxe und sammeln Steine. Das würde jetzt zum Beispiel mit der Hand nicht gehen. Und desto besser die Werkzeuge sind, desto schneller geht es natürlich und desto langlebiger sind die Werkzeuge natürlich auch. Man kann dann später aus Eisen, Gold, Silber, Diamant, kann man alles finden in der Erde. Es ist ein sehr komplexes Spiel. Gut, jetzt haben wir mal 20. Du hast genügend Pflastersteine gesammelt, um den Ofen zu bauen. Verwende deine Werkbank, um einen herzustellen. Okay, jetzt müssen wir es doch wieder platzieren. Gut. Manche Gegenstände kannst du nicht mit der Werkbank herstellen, sondern baust dafür einen Ofen. Stell jetzt einen Ofen her. Der Ofen ist hier, gleich unter der Werkbank. Und hier sieht man jetzt, wir brauchen 8 Steine. Und schon haben wir es gecraftet. Jetzt verlassen wir es und jetzt platzieren wir den Ofen. Gut, was machen wir jetzt? Dies ist die Ofenoberfläche. Ein Ofen erlaubt die Gegenstände zu verändern, indem du sie erhitzt. Du kannst im Ofen zum Beispiel Eisen bauen und Eisenerz herstellen. Du musst in das untere Feld des Ofens Brennstoff legen und in das obere den Gegenstand, den du verändern möchtest. Der Ofen wird dann angeheizt und beginnt zu arbeiten, wodurch das Ergebnis im rechten Feld erscheint. Du kannst viele Holzgegenstände als Brennstoff verwenden, aber nicht alle brennen gleich lang. Du wirst auch andere Gegenstände der Welt finden, die du als Brennstoff verwenden kannst. Wenn dein Gegenstand fertig erhitzt ist, kannst du ihn auch aus dem Ausgabefeld in dein Inventar verschieben. Du sollst jetzt mit verschiedenen Zutaten experimentieren, um zu sehen, was du herstellen kannst.
Wenn du Baumstämme als Zutat verwendest, kannst du Holzkohle herstellen. Leg Brennstoff in den Ofen, um einen Baumstamm in den zu... Ja. Wir stellen jetzt Holzkohle her. Das machen wir jetzt so. Wir legen jetzt hier die Bretter rein. Und verbrennen jetzt hier das Eichenholz. Ich hoffe, das hat gereicht. Und schon haben wir die Holzkohle. Holzkohle kann als Brennstoff verwendet werden. Du kannst daraus aber auch einen Stock, eine Fackel herstellen. Wenn du Sand im Zutatenfeld legst, kannst du Glas herstellen. Erschaffe ein paar Glasblöcke, wenn du als Fenster nutzen kannst. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall erst einmal noch ein bisschen Holz hacken. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ein Baum ist einfach zu wenig. Hier sieht man auch mal, es gibt verschiedene Bäume natürlich. Und es gibt auch viele verschiedene Biome. Also von Wüste, Eis, Nadelwälder. Also es gibt sehr viel Abwechslung. Es gibt einen Dschungel. Und überall, sag ich jetzt mal, trifft man natürlich auch andere Tiere und andere Gegebenheiten an. Zum Beispiel, wenn man in einem Schneebiom spawnt, zum Anfang des Spiels, ist natürlich die Nahrungssuche sehr, sehr schwierig. Aber das werden wir dann später noch sehen, wenn wir eine neue Map erstellen. Jetzt machen wir erst einmal hier dieses Tutorial fertig. Und ihr seht auch, wir haben jetzt hier unten in der Leiste so einen kleinen Baum, das ist ein Setzling. Damit kann man dann wieder die Bäume anpflanzen. Also Holz ist ja ein sehr wichtiger Gegenstand in Minecraft. Und wenn man jetzt, dass man halt jederzeit auch seine eigenen Wälder quasi anlegen kann und das Holz nie ausgeht. Und jetzt müssen wir Sand suchen. Sand. Wo kriegen wir Sand her? Das ist jetzt eine gute Frage. Müsste ja hier irgendwo einer sein. Ah, hier haben wir einen schönen kleinen Teich. Und hier ist Sand. Jetzt bauen wir den mal ab. Man sieht auch hier, das Wasser fließt weiter. Ich hoffe mal 10 erreichen. Dann setzen wir jetzt mal den Sand hier rein und verbrennen ein bisschen Eichenholz und dann holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Holz. In der Zeit, wo jetzt das hergestellt wird, das Glas. Ich werde jetzt auch mal schnell ein Schwein töten. Mal ein bisschen was zum Essen haben. Gut, jetzt sollte unser Glas fertig sein. Nur noch nicht komplett, aber gleich. Dann bauen wir noch ein bisschen Stein ab in der Zeit. Oh, was weiß ich, was jetzt dann das Tutorial mit uns vorhat. Okay, da komme ich jetzt gar nicht weiter, weil da die Tutorial-Grenze ist.
Gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt dürfte es fertig sein. Ja, jetzt haben wir 10 Glasblöcke. Gut, und jetzt. Eine gute Unterkunft sollte eine Tür haben, damit du leicht hinaus und hineingehen kannst, ohne immer die Wände abbauen zu müssen. Dann craften wir jetzt mal eine Tür. Dazu brauchen wir wieder Holzbretter. Stellen wir jetzt gleich mal ein paar mehr her. Und dann eine Tür. Die haben wir gleich hier. Hier sieht man dann auch schon, was hier später noch kommt. Es gibt Falltüren, Eisentüren und Holztüren. Nachts kann es sehr dunkel werden. Du wirst da deine Unterkunft beleuchten wollen, damit du etwas sehen kannst. Dann stellen wir mal eine Fackel her. Holzkohlefackel. Haben wir jetzt 4 Stücke ausbekommen aus einer Kohle. Drücke L2, um die Tür zu platzieren. Du kannst L2 verwenden, um die Holztür zu öffnen und zu schließen. Okay. Ach, sollte ich das hier fertig bauen? Dann bauen wir halt hier mal so einen tollen kleinen Unterschlupf. Also normal mache ich das ganz anders. Ich erkläre euch dann auch warum. Aber wir folgen jetzt einfach mal diesem Tutorial hier. Dann bauen wir dieses kleine Holzhäuschen fertig. Jetzt haben wir leider das komplette Holz schon aufgebracht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, außerhalb dieses Gebietes findest du Beispiele für Gebäude, Landwirtschaft, Loren und Schienen sowie Verzaubern, Bauen, Handeln, Schmieden und noch einiges mehr. Wenn du bereit bist, dich weiter umzusehen, gibt es in der Nähe des Unterstands der Minenarbeiter eine Treppe, die zu einer kleinen Burg führt. Da geht es um fortzufahren. Ja, soll ich jetzt noch fertig bauen oder nicht? Ja, jetzt bauen wir das nochmal kurz fertig. Inventar. Ach, Schmarrn, ich muss craften. Also an die Steuerung muss ich mich echt noch gewöhnen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Im Gegensatz zur PC-Version geht es natürlich um einiges feiner mit der Maus. Gut, und jetzt haben wir unser Häuschen fast fertig. Da setzen wir jetzt noch das Glas rein. Hier haben wir übrigens auch schon Samen. Zu dem kommen wir aber bestimmt auch später noch. Oh, Schafe. Schafe sind auch noch wichtig. Und jetzt stellen wir unsere Werkbank und unseren Ofen ins Haus rein. Oh je, wie das ausschaut. Das geht ja gar nicht hier. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit läuft gerade ab. Wir müssen das Tutorial nochmal einen Part machen. Im nächsten Part schauen wir uns jetzt noch hier die Gegend an und schauen wir mal, was das Tutorial noch bereit hat für uns. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal das richtige Minecraft-Leben, eine zufallsgenerierte Welt zu starten und sie zu erkunden und zu bauen und Spaß zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, euer Dr. Wü. Bis bald. Servus.